Er hilft kein Gas geben mehr. Er gräbt sich ein. Gespanntes Warten auf den nächsten Konkurrenten. Sehens V12 Allison Motoren. Q8 Team Popeye. Popeye, und das sind die Plaketten. Europäischer Champion in all diesen Jahren. Jan van Alphen aus Holland. Ein Landwirt. Und Popeye. Na, hat ihm genug Spinat gegeben. Nein, es war Methanol. 85,95 Meter. Auch Popeyes Muskeln sind diesmal Grenzen gesetzt. 85,95 für Popeye. Steff de Hoof im Terminator. Ein Belgier. Russische Isotop-Turbinen. Die sehen es gewaltig angeordnet. 7600 PS. Aber bei 90,87 Meter ist auch hier zu Ende. Sie sehen, wie sie die Hinterräder eingegraben haben. Der Terminator. Russische Isotop-Turbinen. Green Spirit 4. Peter de Recht. Naja, jeder zeigt, was er davon hält. Shackleton Bombermotoren drauf, Flugzeugmotoren also. Zwei an der Zahl Shackleton Motoren, Green Spirit 4. Peter de Recht, zweifacher Europacup-Champion. Und Peter de Recht zieht mit dem Green Spirit 4 auf 88,60 Meter. Nicht ganz die Bestmarke erreicht. Das weiße Pferd, White Horse des Sevens, Wim van der Laar aus Holland. Jetzt rangiert er sich in Position. Vier russische Isotop-Maschinen, Turbinen pfeifen los. Das weiße Pferd, White Horse Sevens. Wim van der Laar aus Holland. Holländischer Meister. Vielfacher holländischer Meister. White Horse Sevens. Hauptsache, er geht nicht in die Luft. Nein, er zieht. Und endet bei 80,76 Meter. Sehen Sie, Platz 1 und 2 sind vergeben. Wim van der Laar erreicht die Marken nicht. 78. Das weiße Pferd am Haken. Und die jungen Herren warten auf Martin Ortkras mit Ivan 2. Aus Langenburg, aus der Nähe von Dortmund, kommt er zwischen Dortmund und Bielefeld. Drei russische Isotop-Turbinen. Treiben normalerweise Turboprop-Flugzeuge an. Und los geht's für Martin Ortkras. Ja, die wollen in die Luft gehen, klar. Aber Martin Ortkras mit dem Ivan. Auch für Platz 3 reicht's nicht. 77,58 Meter. Und das ist das Ergebnis der 4,4 Tonnen Modifieds. Terminator 5 gewinnt also der Belgier mit 19. Und so sieht es in der Europameisterschaft aus. Der Terminator 5 führt auch hier mit der Höchstpunktzahl von 42 Punkten. Der Sieger bekommt jeweils 21 Punkte. Und da haben wir die
glücklichen Sieger auf dem Podest. Für Sie eine Pause, für uns eine kurze Pause. Hi, I am Michel Kohler. Ja, wir sind zurück in beim Traktorpulling und das ist Michael Koy, ein technischer Instruktor, der uns ein bisschen Informationen über die Technik gibt. Und zwar geht es um die Superstock-Klasse, erklärt den Unterschied zwischen den Treibstoffen, also da gibt es die Dieselgetriebenen, das sind die, die schwarz qualmen. Und dann gibt es die, die mit Methanol arbeiten, die also Alkohol verbrennen, die dann im Fachjargon auch Alkis genannt werden. You may wonder, how is it possible to put alcohol in a diesel tractor? Also es ist the answer isn't easy. Möglich, also mit Alkohol im Dieseltraktor zu fahren. Aber die Antwort ist nicht leicht. Denn das Prinzip dieser Maschine ist völlig anders. Wenn Diesel beginnt bereits zu laufen, wenn sehr heiße Atmosphäre beigeführt wird, aber die alkoholgetriebenen Motoren müssen mit Zündkerze und Zündfunke gezündet werden. Also the diesel pump needs to be removed and replaced by a purpose-designed fuel injection system. Most important of all, the whole piston and cylinder head configuration must be changed. Therefore, these guys built their own piston and in some cases they even built their own cylinder head. For maximum airflow, they use an hemispherical combustion chamber design, where the spark plug is placed in between the intake and the exhaust valve, a so-called hemi or cross-flow cylinder head. This may sound very difficult, and you bet it is. Whenever you walk around in the pits, don't hesitate to ask crew members any question you like. We'll be glad to answer them. This was Michel Koy. Tech Corner. So wird also Michael Koy mit seinen Aufklärungen über den Antrieb bei diesen Motoren, ob Diesel oder Methanol getrieben. Das Publikum in Sottrum begeistert, die Show riesig. Und zum Abschluss gibt es noch die Mini-Challenge, gehört nicht zum Europacup. Aber die Fahrzeuge haben trotzdem mächtig Muskeln. Diesmal zum Europacup zählen ja nur drei Klassen, aber beim Traktorpulling gibt es noch eine ganze Reihe anderer Klassen. Das sind also die Mini-Challenge. Und das ist das Skyscraper. Andreas Finger aus Lippstadt. Eine russische Isotov-Turbine. Er sitzt neben der Turbine. Kerosin getrieben, fährt ein paar Kurven. 80,15 Meter für den Skyscraper. Und wir sehen, wie der hin und her schrappt da. Mühe hat, auf Kurs zu bleiben. Bleibt aber in der Wertung. 80,15 für den Skyscraper. Ja, man hat seinen Spaß dabei. Alles Herren vom Fach. Und das ist der Phoenix mit Martin Legin aus Fischerhude. 26 Jahre alt. Und der Phoenix macht den Skyscraper, so wie es aussieht, mal locker nass. Das sind 4 Meter weiter, 84 Meter, 14 Zentimeter für Martin Legin. Hat ein bisschen abgespeckt, der Tyrannosaurus Rex mit Ralf Rehbach. Kadillac-Motor, 450 PS. Der Tyrex, der schon beim Mini-Pulling gestartet war und jetzt die Mini-Challenge fährt. Raphael Rehbach aus der Nähe von Bremen. Dieser Traktor ist schon 8 Jahre alt, der älteste, der in Deutschland im Einsatz ist im Wettbewerb. Tyrannosaurus Rex. Und er ist immer noch ganz tüchtig. Eine ganz eigenartige Technik, die WIP-Technik. Und jetzt ist er sich zu Ende. 70 Meter, 14 Zentimeter für den Tyrannosaurus Rex. Andreas Reinhold aus Stuttgart mit Blue Magic. Kreisler-Motoren, Methanol getrieben. Und Blue Magic legt mächtig los. Oh ja, da gab es Probleme, da flog schon was weg. Fahren ihm sogar die Hand vom Lenkrad, aber Full Pull.
Ein Vollpull für Blue Magic mit Andreas Reinhold. Da sehen wir es. Jawohl, geschafft. Ein Vollpull für Blue Magic. Dodge LKW-Motoren. Und hier haben wir die Liste der 0,9 Mini-Pullers. Ghostbuster 1 und die Entscheidung. Vorsichtig abgedeckt, den Ghostbuster 1, Eugen Schwarz, den haben wir auch schon gesehen, aus Oberhammersbach. Methanol getrieben. Motor aus dem Centurion, also aus dem englischen Panzer. Mal schauen, was er drauf hat. Einen Full Pull hat er schon gezogen. Jetzt etwas mehr Gewicht. Und Eugen Schwarz aus Oberhammersbach schafft nicht ganz die 80 Meter Marke. 75 Meter 43 Zentimeter für den Ghostbuster 1. Er hat möglicherweise andere Unterstützung. Der kleine Engel, Little Angel. Mark Hermonite aus Bisselhövede. Keith Black, Methanol getrieben. 1500 PS, 1500 PS. Little Angel. Wo steht die schwarz-weiße Fahne? Schafft er es? Nicht ganz. 73,19 Meter für Little Angel. Und wir sind wieder bei den Turbinengetriebenen, eine Isotop-Turbine, Kerosin, Helmut Schwarz auf Ghostbuster 2. 1900 PS, Sie hören das Turbinenpfeifen, Ghostbuster 2. Auch er schon einen Full Pull und jetzt im Stechen macht er. Er kommt weiter und ja, wenn so einer aufgibt, dann fliegen die Fetzen. 80 Meter und 3 Zentimeter bei Helmut Schwarz aus Oberhammersbach. 80,03. Ghostbuster 2. Isotop-Turbine. Eigenartige Geräuschentwicklung. Und Lambada 4. Gerd Dingering aus Zwolle in Holland, der Student. Sein Chevrolet-Motor. 8 Zylinder. Lambada 4, Gerd Dingering. Los geht's. 80 Meter 03 sind zu schlagen. Lambada 4 in voller Fahrt. Auf den Hinterrädern, ja, steif quer. Schafft das. 77,17 Meter am Ende für Gerd Dingering auf Lambada 4. Hat es nicht ganz geschafft. 77,17 Meter, wir sehen es. Und hier die Reihung, also Ghostbuster 2 bei den Mini-Pullers. Gewinnt vor Lambada 4, Ghostbuster 1 und dem kleinen Engel, Little Angel. Das war's vom Traktorpulling aus Sottrum. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich hier. Wir bedanken uns fürs Zuschauen.